Hallo, der Matthias ist hier. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Auf mein heutiges Video musstest du ja leider etwas länger warten. Das lag einfach daran, dass ich einige Ideen umsetzen wollte für dieses spezielle Video. Und es hat ein bisschen länger gedauert. Das Thema des heutigen Videos sind Timelapsen, also Zeitrafferaufnahmen mit der Mavic Air 2 und der Osmo Action. Die sind dafür bisher eigentlich sehr gut geeignet. Auf den ersten Blick ist es ein bisschen schwierig, aber mit den nötigen Kenntnissen und ein paar Tricks funktioniert es dann doch ganz gut. Diese, ich nenne sie immer gerne Nightlapsen, also Zeitrafferaufnahmen bei Nacht, wirken besonders schön, wenn sie durch diese Langzeitbelichtung diesen Nachzieheffekt in den Lichtern haben. Das verwende ich ganz gerne. Ist etwas zeitaufwendig, die zu erstellen. Und man muss auf die richtigen Einstellungen bei der Kamera achten. Aber wenn man das ganz gut hinbekommt, ist das Ergebnis wirklich beeindruckend. Mich erinnert das Ganze dann immer ein bisschen an die Filme Tron und Tron Legacy von Disney. Diese Filme sind schon lange einige meiner Favoriten. Ich habe den ersten Teil, Tron, damals sogar im Kino gesehen, in Hameln. Das war schon sehr beeindruckend. Der Film war seiner Zeit sehr weit voraus. Und deswegen war das für Disney auch nicht so der große Erfolg, weil viele haben mit dem Film einfach nichts anfangen können und den Sinn auch nicht verstanden. Dann kam 2011 Tron Legacy, die Fortsetzung, auf den Markt. Auch wieder sehr beeindruckend von den Aufnahmen. Die Musik war einfach nur klasse von Daft Punk. Passt hervorragend dazu. Ja, so viel dazu. Das nur mal am Rande erwähnt, dass mich das halt doch sehr inspiriert für diese Aufnahmen und dass ich da gerne etwas Zeit investiere, um da ein paar schicke Sachen draus zu machen. Ich hatte ja auch schon ein Video dazu vorher gemacht in Cebu bei Nacht. Das blende ich euch hier mal ein, unbedingt anschauen. Und dann hatte ich auch von den China- und Hongkong-Aufnahmen ein kleines Special gemacht. Und da kam dann noch dazu, dass ich diesen Effekt verwendet habe von Make Art Now mit den Farbverfälschungen, ein paar Color Grading und diesen Light Beams, diesen Lichtstrahlen. Die Lichtstrahlen waren vielleicht etwas zu viel auf die Dauer für ein ganzes Video, aber das ist halt vom künstlerischen Aspekt her meine ganz neue Herangehensweise. Ja, und für mein heutiges Video, die Timelapsen und Nightlapsen, da habe ich mich dann halt auf den Weg gemacht mit der Mavic Air 2 in der Abenddämmerung, dann später auch in der Nacht abgefilmt. Genauso dann auch mit der Osmo Action. Wichtig dabei ist, dass man bei der Dämmerung am besten Filter benutzt. Ich habe hier mal so ein Set, damit man die Blendenstufe so weit wie möglich herunterbekommt, ohne dass das ganze Bild überbelichtet ist. Und wenn es dann später richtig dunkel ist, dann braucht man keine Filter mehr. Dann stellt man alles auf 100 ISO ein, auch bei der Mavic Air 2. Und eine Belichtung von einer Sekunde, das ist das Kleinste, was ich eigentlich hinbekommen habe. Ein anderer Punkt ist die Stabilisierung. Bei der Osmo Action ist es einfach, man nimmt halt ein Stativ, so wie ich das jetzt hier habe. Und dann lässt man die Kamera in Ruhe die Aufnahmen machen, dass es nicht verwackelt bei den Langzeitbelichtungen. Und bei der Drohne ist es ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger, weil sie natürlich in der Luft ist. Und in der Luft gibt es kein Stativ. Also muss das Gimbal das Ganze ausgleichen, die Bewegung durch den Wind und vielleicht, dass die Drohne doch ein bisschen mal hin und her schwankt. Und das klappt eigentlich bei der Mavic Air 2 ganz gut. Und trotzdem hat man bei diesen Zeitrafferaufnahmen dann doch so einen leichten Wobbling-Effekt. Dass halt die Aufnahme doch nicht so hundertprozentig 1A dasteht.
sondern sich immer ein bisschen zur Seite bewegt oder nach unten, nach oben. Und das wird dann später etwas unruhig. Das kann man natürlich am besten in der Nachbearbeitung dann rausbekommen. Ich benutze ja DaVinci Resolve und da hat man einige Möglichkeiten der Bildstabilisierung. Und das Beste dabei ist, dass man halt Camera Lock, also die Kamera fest einstellen kann. Dann bewegt sie sich gar nicht mehr zur Seite, nach oben oder nach unten. Man verliert dabei natürlich links und rechts am Bildrand etwas von der Aufnahme. Aber das Ergebnis kann sich eigentlich sehen lassen. Das haut damit ganz gut hin. Ja, so, dann habe ich jetzt viel technisches Kram geschwafelt. Und ich möchte euch jetzt den endgültigen Clip zeigen, den ich in der letzten Woche mit der Mavic Air 2 und der Osmo Action bei Nacht mit diesem Treffermodus aufgenommen habe. Ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns dann zum Schluss noch einmal. Ja, das war dann also mein kleines Video mit den Zeitraffer-Nachtaufnahmen mit der Mavic Air 2 und der Osmo Action. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr viel Spaß habt und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.